Das System du Monde der Philosophien zielt also auf einen zu findenden und festzuhaltenden Sinn, möglichst noch der Wahrheit, der Erkenntnis des Seins. Und das Nicht-System der Nicht-Philosophinnen, sondern der Philo-Aktionistinnen oder Philosophistereierinnen besteht in einem Nichtsinn, in einem Unsinn, in einem Entgleitsinn, im Moment eines Augenblicks, der eben nicht festzuhalten sein soll, dessen Sinn darin besteht, nicht festgehalten zu werden, sondern sich weiterzuentwickeln, fortzubewegen, und zwar nicht in festschreibenden Buchstaben, sondern in erleibten Erlebnissen, über die dann gegebenenfalls Buchstaben in poetischer Form der Sappho berichten könnten, aber nicht mit Elogen, Traktationen, Abhandlungen, sondern eben gemäß dem Moment der Bewegung in bewegten metaphorischen Worten, sowie für Tätisten die Körper umzuwandeln sind in einen, die Körpersprache umzuwandeln sind in einen festzuhaltenden, festzunagelten Sinn, hingegen der Sprachkörper der Frauen das Gegenteil meint, dessen Sinn die Bewegung, die Fortentwicklung, die Weiterschreibung eben dieser Körper ist und die Buchstaben sich ihm nachrangig unterzuordnen haben. Das Symbolische hat nicht den Vortritt, sondern das imaginäre Reale vor dem Symbolischen, während es bei den Testisten das symbolisch-imaginäre ist, das aufs Reale zielt, aber es immer zu verfehlen muss, wird es bei den weiblichen Philosophen der Mangel, das Loch im Realen, das deshalb nicht verfehlt wird, weil es im Stopfensvorgang des vorbeigleitenden Objekts der Maus, die zu erhaschen und zu vertilgen ist, eben gelingt, übergangsweise momenthaft durch den Vorgang des Immerbewegten die Ewigkeit festzuhalten, denn das Immerbewegte, das nie stillstehen kann, kann nicht vergehen und bleibt unsterblich.